Willkommen zurück bei 7 Days to Die Season 4. Es ist noch relativ früh nach unserer letzten Loot-Tour. Ich habe mir gedacht, komm, da können wir noch mal eine. Ich brauche nämlich noch Munition. Am besten die, die wir auch benutzen. Da können wir mal gucken, ob wir hier irgendwie so ein paar Waffenläden finden, wo die Chance ein bisschen höher ist. Vielleicht finden wir auch noch was anderes Schickes. Weil die Nacht wollte ich diesmal nutzen, um zu sortieren. Ich hoffe ja mal, dass ich da irgendwann fertig bin. Weil das ist so viel, aber schon ein bisschen eklig. So. Wo bist du, Shotgun, Messia? Da ist der Harry. Wollen wir nicht. Shotgun, 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 da ist Shumway. Da ist der Elektroladen. Nochmal Elektro. Nochmal nicht. Webhut kenne ich auch nicht. Dobbins auch nicht. Laundry. Polizeistation. Das hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder? Da könnte man ja mal so reinschauen. Kenne ich auch nur noch aus der alten Version. Ja. Aus Nevis Gain. Wie man das früher kannte. Naja. Das hat uns schon mal nicht bereichert. Ah. Ich schon kommen. Ach komm, ey. 30 Sekunden. Shit, ey. Wer kommt denn hier noch? Okay, das wird ein harter Fight. Das ruckelt schon wieder hier so, ne? Die Aufstellungen sind schon runtergedreht. Also irgendwie. Da ist keiner. Okay, wie viele kommen noch? Das Schlimme ist, man hört die nicht. Dafür haben die immer geilen Scheiß dabei. Also das ist, wenn sie was abwerfen. So, da ist keiner. Konnte der mich denn jetzt erwischen? Ah, hör auf! Schicken sie auch noch Zombies, oder wie? Oh. Guck mal, die lässt sofort ein Beutel fallen. Die Herren da drin ja nicht alle, ne? Gehen wir mal ganz entspannt durch. Oh, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ja, Chips bin ich mittlerweile auch voll, selbst zu Hause. Nö. Nö. Ja, genau, jetzt kriegt er Hunger, weißt du? Auch nicht. Oh, Smoothies. Habe ich schon mal zu essen gefunden, außer Chips? Nee, ne? Ach, das ist, die Dinger geben einfach null Nahrung. Ne? Das ist einfach nur so zur Überbrückung gedacht. Kannst du eine halbe Stunde stehen, Chips essen und da ändert sich nichts am Energiebalken, aber. Naja, jetzt. Na? Ah, wusste ich doch, kleines Schweinchen. Sag mal, wie viele wecke ich denn hier?
Aha. Hier darf auch ruhig mal ein Safe oder so sein. Au, Mann. Ey! Schlecht schieß ich denn. So, einmal den Rundparcours hier. Ist da noch einer? Kleiner Sack, du. So, wir wechseln hier mal auf Panzerbrechend, ne? Halten ja doch ein bisschen mehr aus. So, den machen wir nicht. Ja. Da ist doch bestimmt noch was hinter. Ich glaube, da war damals in Neverscan schon kein Highlight, das Dingen. Aber man konnte wissen, so ein bisschen was finden. Problem ist, ich werde wieder mehr Munition reinstecken, als ich raushol. Okay. Mach den auch schon mal weg. Okay. Noch ein 5er Nudelholz, okay. Ah, auch nix. Na los. Nix. Wäre ein bisschen arschig, wenn die auf einmal wieder spawnen würden. So aus dem Nichts. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Sind alle leer? Ja. Ja, da nehmen wir doch mal die Spitzhacke in der Hand. Au. Egal. Kann ich die nicht aufschließen? Nee, schade. Ich hoffe, dass ich den jetzt so abbauen kann. Ist die Tür nicht zu, ist das Ding instabil. Und ich habe da drin schon den Eisenbrecher-Mod, ne? Also, und Stufe 6. Und alles hochgeskillt. Wird echt Zeit für die Carbonhacke. Haha. Und 4er Haar. Ne, 4er. 5er Alben. Uhuhuhu. Bam. Ja, ich hoffe, der respawnt nochmal. Guck mal, was für Statistiken haben hier. Für Rüstung 12,8. 12,8. Der 13. Okay, den kann man noch, wer weiß wie viel modden. Das weiß ich wohl. Wir gucken uns das alles mal an, wenn ich bei den Rüstungen bin. Da kommen wir nach oben, da wollen wir noch nicht. Zumindest habe ich das Power Armor Ding da schon in der Aktion gesehen und das war schon, also. Da musstest du nicht mehr viel Angst haben. 1, 2, eventuell 3. Okay. Also der nächste Kritikpunkt an der Wasteland-Mod. Teilweise kommen die zu fünft rausgerannt. Teilweise bewegen sie sich gar nicht. Also das ist irgendwie... Was er da diesmal abgeliefert hat, das ist einfach nur noch... unschön. Musste das ja unbedingt auch als Overhaul rausbringen, dass wir das noch umändern müssen, großartig. Also... Nee. Schön war anders. Die wird beim nächsten Mal definitiv auch nicht mehr dabei sein.
Aber wir haben da schon mal anderes im Auge, also. Eine große Mod wird immer dabei sein. Da sind wir wieder. Na, da wollen wir nicht. Leer. Okay. Gehen wir mal nach oben. Jetzt ist das ja eher so mau gewesen. Ja gut, die Powers, ja. Komm. Wir haben den Powerstand gefunden. Da können wir nicht meckern. Da hier wen rumkrabbeln. So. Auch nichts Besonderes. Auch nicht. Da lang? Da lang? Nee, was da lang? Nö, nö. Okay, also wenn man Ledernotstand hat, dann ist wohl hier genau der richtige Ort. Haben wir jetzt natürlich nicht. Aber wir immer brav alle Stühle mitnehmen. Also hier die Bürostühle. Oh. Laden. Oh, das sieht nach Asservatenkeimer aus. Ja, so traue ich dem noch nicht. Kommt doch bestimmt irgendwer von der Decke, oder? Ah, irgendwas kommt da. Oder der steht wieder so ganz doof hinterm Regal. Auch nicht. Was ist denn los hier? Spawnen die erst später? Da können jetzt nicht nur drei von den Kerlen drin gewesen sein. Das geht ja gar nicht. Ich sag ja, gute Sachen haben die immer dabei. Ne? Also kann man sich nicht beschweren. Ist halt nur ein bisschen inaktiv, die Jungs. Oh, nee, nehmen wir die. Komm. So. Aha. Oh, guck mal, wie viele hier noch sind. Könnt euch ruhig mal ein bisschen wehren, Jungs. Würdet ihr nicht ganz so blöd dastehen. Na toll, und die gehen mir jetzt da draußen auf den Keks mit ihrem Rumgegröle. Warte, ich noch Holzstufen an. Komm, mach den Container auf hier. Da wäre. Hängt auch nichts an Rüstung. Was ist das denn? Irgendwer rumpelt und pumpelt hinter mir. So. Was denn? Okay, die ist nur rot eingefärbt. Ja, schade. So. Ey, super. Und dann auch noch Revolver, ja. Wie lange willst du denn da drauf schießen? Bist du noch nicht tot? Tatsache nicht. Verstehe ich. So. Manu. Ach mal, wo sind die hier? Was ist das denn?
kaputt. Aber da war bestimmt eine der kleinen Statuen, die ich rausnehmen musste. In der richtigen Mod haben die dann, kann man sich dadurch skillen. Das hat aber das ganze Spiel durcheinander geschossen, also auch null ausgereift. Ah, okay, da ist nichts mehr. Gehen wir mal hier durch. Da ist nichts. Auch nicht. Will da einer mit mir verstecken, oder? Ich höre den doch. Also ein Hühnchen war nicht. Moin. Den getroffen habe, also. Bin neuerdings immer wieder erstaunt. Seitdem ich Division zock. So. Ah, da habe ich genug von. So 7,62er Munition wäre ganz schön. Gerne natürlich auch panzerbrechend. Ja, und diese 40er Weston Smithen oder... Ihr wisst schon. Sieht doch, das sieht doch brauchbar aus hier. Da nicht. Oh ja, genau so was brauchen wir. Na, die machen wir gleich. Okay. Ich guck mal, das sieht doch schon besser aus. 5er 10mm Pistole, ja. Oh. Nee, nee, nee. Toll. Ey, super. Komm, dann gib mir wenigstens irgendwelche Laserwaffen. Die wollte ich euch eh nochmal zeigen. Hab ich einmal gefunden, so ein Ding. Auch das UFO haben wir noch nicht gefunden. Ein 5, okay. Aha. Wir waren zumindest nicht umsonst hier, also. Ein Dach war, glaube ich, nichts. Na. Oh, ihr wisst bekloppt mit den ganzen Geräuschen, ne? Also in der Stadt möchte ich nicht mehr wohnen, du. Mann, Mann, Mann. So, jetzt noch ein Meckes. Unterwegs. Ah, da. Hey, du hast ein Säckchen vergessen mitzunehmen. Na gut, dann nicht. Falls ihr wieder den stürmischen Hintergrund habt, wird langsam richtig kernig hier. Also ist nicht im In-Game, sondern tatsächlich draußen. So, den weg. Den, den. Oh, da können wir aber noch ein bisschen, also wir sind noch lange nicht voll hier, ne? Eine alte Vase. Bin ja mal gespannt, wie die aussehen, wenn ich sie platziere. Also, kann eigentlich nur schrecklich werden, aber naja. Build on an old cemetery. Okay. Gibt einen versteckten Survival-Raum unter einem alten Friedhof. Aha.
Wo ist dein alter Friedhof? Da wird mir ja nur die Kirche einfallen. Ach, da ist Luigi's. Guck mal, die Pizza. Da ist noch eine Polizeistation. Und Donutladen. Mein Gott. Das verwöhnte mich aber, du. Erstmal bei Luigi's reinschauen hier. Nee, falsch. So, willkommen. Hallo. Was war das denn? Ach so. Ich dachte, da kommen jetzt Mutanten. Kommt da nur so ein Billo-Boss hier. Küche? Wo? Irgendwo sind sie durchgebrochen. Ich habe aber heute auch Hallos, ne? Kein Mülleimer hier, nix? Das war... Ja, schon komisch hier. Ah, da hinten kommen sie ja. Ja, komm, gib dir mal Mühe. Also manchmal sind die echt, Oh, bin ich jetzt in irgendeinem süffigen Hinterhof gelandet. Ole, ole. Guck mal, hier geht nach oben. Irgendwer will da zu mir durchkommen. So. Mal leer. Den nehmen wir noch mit. Oh. Einfach Wildbrett-Eintopf. Ne, Penner-Eintopf. Nein. Solange der noch nicht stinkt, ne? Nehmen wir mal nach oben. Hier ist aber jetzt der geile Scheiß. Holla. Hey, die war lila. Wieso habe ich jetzt eigentlich wieder so ein blurry Bild hier? Also ganz komisch, dass... Ich habe nichts gemacht. Ja, wo sind sie denn? Ich höre doch 25 Stück. Mein Gott, wie hoch geht das denn hier? Hallo? Die ist nur halb. Okay, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er zu groß ist. Hm. Da ist meine Rampe. Ein Kleiderschrank, das ist ja immer. Das ist ja. Da ist doch bestimmt was hinter. Ja, da Treppenhaus, super. Alle. Aber wenn da schon Bretter nach oben zeigen, dann gehen wir da doch mal hin. Ist da doch auch irgendwas. Dann vergnügen wir uns heute mal nicht nur mit Topfpflanzen, sondern holen wir den guten Loot, ne? Wenn denn vorhanden. Da wären wir wahrscheinlich so oder so rausgekommen. Aha. Was ist das? Was ist das? Apple, ein Geier, der mich da fast runterschubst. Oh, Freund, du bist aber groß und schnell, also. Ja, aber das ist ja alles immer noch, also.
Jetzt da vorne ist ein alter Friedhof. Das wäre natürlich ein Highlight gewesen, aber. Hier sind sie wahrscheinlich schon durchgebrochen. Keine großen Kisten, kein nix hier. Was ist das denn? Oh, das ist nur ein Schild. Nochmal hier runter. Hallo? Hm. Sind so die Gassen, wo dich keiner findet, wenn du runterfällst. Bam! Komm voll runter. Ey, wieso kann der über Löcher laufen? Nicht ganz runterfallen lassen. Na, 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 na. Demnächst looten wir nur noch Farmhäuser. Das ist eine Katastrophe hier, ey. Oh, das sieht aber gut aus da unten. Hm. Hier ist dann plötzlich wieder ein Wohnhaus, also ganz komisch. Auch ein Wohnhaus. Nee, komm. Wir machen das so. Gehen mal hier zurück. Andere Seite. Nach 3 Stunden drehen können wir dann auch wieder zurück. So. Ach, das war ein Working Stiff. Deshalb liegen da so viele Sachen. Okay. Ich muss aber erstmal hier weg, damit das Blurry-Zeug aufhört. Hier, aber da kriegst du echt was an den Augen mit. Wenn ihr da einen Tipp für mich habt, immer her damit. Komm ich nicht durch. Also das fängt mitten im Spiel an. Und irgendwann ist es dann auch wieder weg. Also ich glaube jetzt nicht, dass es am Arbeitsspeicher liegt. Also die 32 GB sind nicht ausgereizt. Bei weitem nicht. An der Grafikkarte kann das eigentlich auch nicht liegen. Die ist auch nicht ausgereizt. Prozessor eigentlich auch nicht. Also hardware-technisch würde ich jetzt alles ausschließen. Nein, 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 nein. Natürlich nicht das gefunden, was wir wollten, ne? Aber so habt ihr auch mal eine Stadt gesehen. Zumindest ein kleines bisschen. Oh. Oh, oh. Oh, da war ein Mutantenhund. Wo bist du, Kackviech? Und ich höre schon wieder Bienen. Oh, oh. Wo seid ihr Bienchen denn? Ich hätte übrigens noch eine zweite Königin gefunden. Da muss ich genau hören, woher das kommt. Wieso blinkt das da hinten? Ja, Freund, dich habe ich aber gar nicht gesehen, also. Der war ja verdammt gut getarnt. Aha. 3, 2, 1. Da ist die nächste Bienenkönigin. Wieso blinkt das hier? Ich habe Fragen. Lion Mushroom? Ich habe noch mehr Fragen. Aha.
Der hat geblinkt. Und den sollen wir für Rezepte benutzen. Also ich bin mir unsicher. Okay. Die Sachen werden skurriler. Zumindest gibt Eier dazu. Und wo ist jetzt der andere Köter? Wo ich den nachher irgendwie im Nacken sitzen habe, wenn ich gleich ausbaue. Nächste wird übrigens eine Ausbaufolge. Kann ich euch schon mal vorwarnen? So. Der stand doch hier irgendwo. Komm, put. Das ist eine gute Idee in der Wildnis. Gerade nachdem du irgendwelche grünen Pilze gepflückt hast. Grün blinkend. Undi. Da hinten blinkt noch was. Das sieht ja schon spooky aus, muss ich sagen. Also. Bin ich gut. Ist noch mit dem Nebel dabei? Doch, hat was. Wenn jetzt noch Gewitter kommt, dann aber... Okay, wir haben noch einen Pilz. Aber der Hund ist weg. Ja, dann wird der wahrscheinlich auch nicht kommen. Sag ich jetzt einfach mal so. Hoffe ich. Huh. Ja, morgen dann Zugbrücken. Dachabschluss. Muss mal gucken, vielleicht kriege ich die Fenster auch noch hin. Das war das erste Erdgeschoss, also das Erdgeschoss dann quasi fertig haben. Und dann gucke ich mal, wie ich da weitermache. Kommt ja theoretisch noch ein Stockwerk drauf. So die privaten Räumlichkeiten. Oder? Nee, hier kommt erst... Ach, da gucke ich mal. Wir müssen ja auch unsere ganzen automatischen Geschütztürme irgendwo hinstellen. Ich glaube, das mache ich dann auf der Höhe. Oh. Das sind nicht wenig. Und da muss ich auch irgendwo die Solaranlage hinpacken. Tja, das ist, ich sag mal so, das wird wieder... Lernen beim Bauen. Alles klar, Freunde. Ich räume weg und wir sehen uns morgen. Macht's gut.